Die Exporte Chinas im Dezember minus 6,1%. Die Importe angeblich, immer muss man dazu sagen, plus 3,1%. Also 6,5% Wirtschaftswachstum, aber sie exportieren 6% weniger als im Vorjahr, muss man auch mal erklären. Die Importe plus 3,1%. Hier muss man aber auch genau hinschauen. Importe heißt ja, ich kaufe was aus dem Ausland. Tatsächlich versuchen viele momentan ihr Geld aus China rauszubringen. Sie wissen, die Währungsreserven brechen dramatisch ein, Geld verlässt im zwei- und dreistelligen Milliardenbereich pro Monat China in Richtung Ausland. China versucht gegenzusteuern, den Kapitalexport zu dämpfen, sodass das Geld nicht außer Landes kommt so leicht. Und da ist zum Beispiel ein beliebter Umweg, Geld außer Landes zu bringen, dass man bei Tochterfirmen im Ausland Dinge bestellt zu überhöhten Rechnungen. Ich übertreibe jetzt mal eine Webseitenprogrammierung von einer Tochter in Hongkong für ein chinesisches Unternehmen in Festlandchina, die dann dafür 50 Millionen Dollar aufrufen. Und dann sagt die chinesische Firma, oh, das ist aber sehr teuer, aber naja, das müssen wir bezahlen, dann müssen wir die 50 Millionen Dollar leider nach Hongkong überweisen. Und so kriegt man dann das Geld ins Ausland. Damit steigen natürlich die Importe, weil man hat ja eine teure Webseite in Hongkong gekauft und damit steigen die Importe. Tatsächlich ist es nichts anderes als ein Versuch, Kapital ins Ausland zu bringen. Übrigens, das Gleiche betrifft die momentan viel diskutierten chinesischen Käufe ausländischer Firmen, auch hier in Deutschland. Die Chinesen kaufen momentan, wo sie eine Chance sehen, ausländische Unternehmen auf. Das ist gar nicht so, weil die jetzt so von den Unternehmen so überzeugt sind, sondern weil das wiederum ein Weg ist, Geld ins Ausland zu schaffen. Wenn die Geld überweisen wollen, damit sie es außer Landes kriegen, das lehnt China ab. Aber wenn ich ein Unternehmen im Ausland kaufe, das stärkt ja die chinesische Wirtschaft, das stärkt ja den Einfluss Chinas im Ausland, das wird akzeptiert. Also kaufen die momentan ausländische Unternehmen, ob sie sie wollen oder brauchen, spielt gar keine Rolle. Hauptsache, ich kriege mein Geld außer Landes, bevor uns hier der Laden um die Ohren fliegt. So ist momentan der Tenor. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff und so richtig in die Mainstream-Medien, auf die Titelseiten kommt es dann, wenn die Ratten das Schiff verlassen haben und man dann zeigen, guck mal, was da in China los ist.